Okay, dann geht's hier weiter bei Rollercoaster Tycoon 2. Wir sind immer noch im Woodstock. Relativ am Anfang sogar noch. Und wollen das Thema hier beenden. Mir ist gerade noch eingefallen, dass ich noch eine Putzkraft einstellen muss, die hier hinten die Fressstände betätigt. Ich überlege mir nur gerade, ob ich nicht lieber die Putzkraft 2 nehme. Dann kann ich mir das besser merken. Machen wir so, das Gebiet, das passt. Dann wollte ich hier drumherum noch die Müller machen, wie ich schon gesagt habe. Hier oben noch. Und hier. Und ein paar Bänke direkt vor die Toiletten. Geilere Bänke kann man sich ja wohl nicht vorstellen, oder? Hallo? Master-Toiletten. Die werden sogar begutachtet. So, okay. Damit habe ich jetzt auch die erforderlichen Bänke und Mülleimer. Gut, im Endeffekt bleibt jetzt gerade nicht so viel zu tun, außer im Endeffekt vielleicht noch mehr Achterbahn bauen oder. Ja, im Endeffekt meine ich nur das. Ist ja auch nicht so viel los. Was für eine Riesenstelle hier einfach. Nix. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ab 10 Besucher im Screen hat man dieses typische Geräusch. Ich weiß aber nicht genau. Wir können außerdem mal den Preis hart erhöhen. Machen wir mal 30. So, Bewertung stimmt. Besucherzahlen. Ah, sind okay. Könnte besser sein. Ich denke, ich nehme mir sogar schon fast noch einen Kredit auf und werde noch irgendeine dicke Attraktion bauen. Fragt sich nur erstmal, welche. Haben wir hier so eine Wagenbahn? Ne, wir haben keine, weil, also. Die kann man natürlich bauen, aber ohne passende Szenarios hat ziemlich nutzlos. Den Zirkus möchte ich bewusst nicht bauen. Haben wir hier eine Maze? Leider auch alle ohne. Ja, ohne Szenario. Das hier ist ganz cool mit Szenario. Passt die hier irgendwo hin, wo das vielleicht nicht ganz so nervig ist? Mal hier hinten auf die Seite auch was packen. Wo ist der Eingang? Der Eingang ist da. Ah, der Eingang ist an einer echt bescheidenen Stelle. Warte mal, hier könnte das hinpassen, oder? Ach, nur darüber. Verdammt. Nee, ich will es nicht drüber haben. Okay, dann bauen wir das auf die Seite. Aber. Wobei, haha, ich kann den Eingang nicht einfach so umsetzen. Ja, ich vergaß. Hier kann man. Das ist, sorry, wo konnte man noch. Ah, ne, vorhin hatten wir ja Minigolf. Hab nichts gesagt. Fick. Hab nichts gesagt. Dupidupdidup. Und öffnen! Also, wir könnten mal so ganz nebenbei. Nur wieder einen Blick auf die Gedanken der Besucher werfen. Eine tolle Landschaft und ich will nach Hause. Alles andere ist eigentlich egal. Wieso können die alle das Ding da nicht finden? Ich habe doch meines Wissens nach keine Zweigwege. Die können nur einen Weg laufen. Mehr geht da nicht. Verdammt. Naja. Deal with it. Besucher strömen gerade. Finde ich gut. Und die bezahlen meine 30 Euro. Aber wäre geil, wenn die mal so voll so nebeneinander wären. Waren sie bestimmt mal und ich habe es gerade halt nicht gesehen, aber das wäre auf jeden Fall jetzt mega boos. Man kann ja so Achterbahnen abstimmen, wenn die Eingänge direkt nebeneinander sind. Dann kann man sagen, mit Nachbarstationen synchronisieren.
Und dann fahren die halt gleichzeitig los. Aber hier ist das nicht so einfach, weil der Ausgang hier nirgendwo hin kann, wenn ich das so richtig sehe, oder? Ja, vielleicht würde es gehen, aber dann müsste ich den Scheiß wieder umbauen und nee. Man kriegt dadurch das Verkaufen nicht wieder so viel Geld rein, wie man anfangs verbraucht hat durchs Bauen. Ist relativ realistisch gehalten. Naja, gut. Wenn es realistisch wäre, würde man so gut wie gar nichts wieder kriegen. Aber man kriegt auf jeden Fall nicht den vollen Preis wieder. Ist also zumindest schon mal ganz okay. Der hat eine Parkkarte. Gucken wir doch mal wieder bei den Fressständen. Macht überhaupt irgendeiner Gewinn? Oh ja, die Burger Bar 2. Die Getränkestände machen noch Minus. Ich habe tendenziell noch nie so richtig versucht, meine Essensstände mal so irgendwie ein bisschen mehr auf Gewinn zu trimmen. Ich werde es mal versuchen. Dann nehme ich hier so 2 Euro für Getränke und 2,50 Euro für einen Burger mache. Dann habe ich noch die Pommes Frites Stände. Da kann man noch auf, ich mache mal auch 2,50. Die Hüte, die sowieso so gut keiner tragen möchte, da möchte ich 1,50 verdienen. Dann machen wir 2,50. Ich glaube, so kommt das schon eher hin. So, die sind jetzt alle versorgt, genau. Hier, ja, die Toiletten machen immer Verlust, genauso wie die Erste Hilfe. Also, ja, ich sag dir schon, man kann bei den Toiletten natürlich, wenn man Spaß dran hat, auch Geld einstellen, dass sie halt keinen Verlust machen. Aber ich bin da halt einfach kein Fan von. Ich werde es weiterhin so belassen, dass meine Toiletten umsonst bleiben. Hinten könnte ich auch noch irgendwelche Musik anstellen. Hier kann man keine Musik anstellen. Hab nichts gesagt. Hinten kann ich den Zirkus hinmachen. Der bringt doch dann Musik. Bäh. Hier so hinter die Fressbuden. Bringt nicht viel. Das ist vom Platz her ziemlich verschwendet. Komm, ich baue ihn hier hin. Da oben geht nichts. Ich mache einen relativ kurzen Eingang, weil das ist sowieso sinnlos. Und er öffnet das Ding. Du spielst aber keine Musik, oder? Spielst du Musik? Nö. Was für einen Modus soll man beim Zirkus denn noch einstellen, außer dem Zirkusmodus? Doch, man hört Zirkusmusik. Oh mein Gott. Was ist fertig? Eine Steh-Twister-Achterbahn. Ja, ich glaube nicht dran, dass ich mir die leisten kann. Die hier, ne? Nee. Steh-Twister-Achterbahn. Die hier? Ja. 18.000. Nee, da müsste ich selber bauen. Und auch da wird es nicht unbedingt sehr viel billiger. Soweit hier sind natürlich echt die Optimalfälle, ne? Also ich meine, guck mal die Werte an hier. Den Tät wird sehr hoch, aber der Nervenkitzel-Zielwert... Kitzelwert, oder wo kommt auch immer dieses Ziel her, ist natürlich schön hoch. Und das für einen super billigen Preis. Die würde ich unter 4.000. Besser geht kaum. Naja. Wie kriege ich jetzt mehr Besucher in den Park? Ich könnte mal nochmal hier so eine freien Eintritts machen. Ja. Verliere ich wieder ein bisschen Geld. Allein schon dadurch, dass dann Besucher halt ohne zu bezahlen in den Park kommen. Aber damit sollte ich klarkommen. Ja, hier, ich habe letzten Monat sogar Gewinn gemacht. Obwohl ich sogar was gekauft habe. Also habe ich... Ja doch, ich habe einiges gemacht. Mehr als erwartet, um genau zu sein sogar. Geld abzüglich Darlehen. Ja, ich hatte nie Darlehen, noch war ich nie im Minus. Normalerweise zu so einem Beginn von einem Standardpark hat man so 10.000 Darlehen. Das ist natürlich erstmal hier unten. Interessant finde ich immer diese Werte. Ein Schnitt hier bei 12,288. Warum nicht bei 10? Das hat für einen Wert.
Wöchentlicher Gewinn. Das sieht man immer, wenn ich baue. Bau, 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 bau. Ja, solange sich die Besucher erfreuen und erquicken, ist doch alles gut. Ich überlege mir gerade, ob ich nicht irgend so eine... Ja, habe ich nicht eine Bahn baue, aber die ist auch teuer. Weil immer der Park so groß ist. Ich würde ja im Endeffekt hier einen Eingang und hier einen haben. Oder hier. Hier und hier. Es wird auf jeden Fall super teuer. Ah, ich weiß nicht. Wie klein sind die Kurven? 2. Ja, dann habe ich da richtig gebaut. Ich guck mal, wie weit ich komme. Hier muss man dazu sagen, kriege ich mir den vollen Preis wieder. Zwischendurch hat man den minus 50 gesehen, weil noch ein Busch da im Weg war. Hier. Zack, der wurde dann noch mit eingerechnet. Aber hier, wenn man 26 ausgibt, kriegt man während des Baus die vollen Kosten zurück. So, ich möchte volle Länge. Und dann... Ich möchte eigentlich rüber. Da ist Kotz auf dem Boden, da ist Kotz auf dem Boden, da ist Kotz auf dem Boden. Wenn ich mir das gerade so angucke, muss ich mal eben was machen. Und zwar, du kümmerst dich mal bitte um diesen Kotzbereich hier. Riesige B-Movie-Spinnenattraktion ist ausgefallen. Ist mir egal. Bin ich ganz ehrlich. Juckt mich ein Dreck. Okay, ja, ich wollte nach oben. So, dass ich über die... Fahren verloren. über die Leute drüber wegkomme. Meine Güte. Stupidity kennt keine Grenzen. So, ich fahre jetzt hier runter, mach die Kurve und halte da. Fahre ich noch einen... Nee, juckt die sowieso nicht. Ich muss erstmal noch gucken, wie ich hier wieder hinkomme. Fällt mir gerade mal so auf. Könnte noch spannend werden. Hier mache ich mal so eine Kurve. Na, verdammt, passt nicht. Die sind teuer, oder? Wobei, ja, ist okay. Oh, dass hier nicht besser gebaut wird, das ist doch blöd. Nein, passt immer noch nicht. Machen wir hier mal noch einen weiter. Und ziehen jetzt durch. Schade, hätte ja klappen können. So, und jetzt kommt die... Wie viel Platz habe ich hier gelassen? 2. Dann mache ich das hier auch. 2 Platz. Und Station 1, Stiegsplattform. Weg mit diesem Zelt. Okay. Ich meine, das Ding ist umsonst. Die Leute sollen jetzt bitte nicht zu viel erwarten. Biege ich hier ab? Ich überlege mir, ob ich den nicht vielleicht doch noch weiter nach unten setze. Ja, dann mach ich so weiter. Das ist sonst super doof. Ich setze den noch weiter nach unten. Passt wieder nicht. Hier mache ich den hin. Jetzt muss ich mal gucken. Zum Beispiel dürfte das schon nicht passen. Machen wir einfach hier. Ist okay. Wie man einfach diesen scheiß Zirkus hört, ist dort nervig. Ich war schon schönster Park des Landes. Oh yeah. Ich hoffe ja wohl, das bringt ordentlich Monetares hier in die Kassen. Ah, Kack, Grom.
Was ist das für ein Zirkus, der Robben hat? Oder Seehunde? Ernsthaft, was ist das für ein Zirkus? Mache ich da, zwischen diesen Zellen. Ich kann noch ein Stück voran. Güter ist eine S-Kurve, 61. Easy, passt nicht. Dann nicht. Okay. Warte, ne, einen kann ich noch weg. Kleine Kurve. Zu nah dran. Blöd. Dann mache ich hier mal eine Links. S-Kurve. Zieh rüber. Und zieh gerade. So, und jetzt kommt noch der interessante Part. Wie komme ich wieder dahin? Ich gehe. Moment. Nein, das war schon richtig. S-Kurve links. Machen noch eine S-Kurve links und noch eine. Und dann schlussendlich hier über den Gehweg zu fahren. Mach aber jetzt eine Kurve, weil das ist doof. Passt nicht. Das heißt, ich muss nochmal höher. Ach, da ist das Zelt. So. Diese Strecke ist um einiges kürzer als alle anderen, die ich baue. Aber ist mir egal. So, wie komme ich jetzt dahin? Ich müsste schon fast über den Weg drüber, auch wenn mir das eigentlich nicht so gefällt. Ja, oder... Nee, ich mache das anders. Ich fahre hier... Nein, zu weit. Ich fahre hier rüber und ziehe jetzt durch. Ich glaube, ich kann noch ein tiefer. Nee, kann ich nicht. Ich muss auf der Höhe bleiben. Jetzt kann ich dann runter. Und werde hier kreuzen. Nee, ich muss noch einen weiter. Gehe dann runter auf die richtige Ebene. Und kann doch noch eins weit. Okay, den spare ich mir dann auch. Und ziehe rum. Okay. Eingang. Theoretisch kann man den Ausgang durch hinten bauen. Aber da müssen die ganzen Leute erst komplett raus. Bis neu einsteigen dürfen. Uncool. Sehr uncool. Also, auf der gegenüberliegenden Seite am besten. Hat sich, finde ich, eigentlich immer so am besten rausgestellt.